So, hallo, wir machen weiter mit einer Runde Super Mario 35. Ich gehe einmal hin und zurück, dann sollte ich die neuen Missionen bekommen. Jawollo! Dreimal einen Pilz oder eine Feuerblume, 10 Gegner in Folge mit einem Superstern, 5-mal in die Topf. Ich muss 5-mal spielen für 300. Ach, das ist wieder so eine dämliche Mission. Einfach 5-mal spielen, das werden wir nicht in einem Part hinbekommen. Das lassen wir dann auch einfach sein. Dann sind wir die Missionen diesmal Wumpe. Wir wollen 6-3 freischalten, das ist das eigentliche Ziel. Und ja, das versuchen wir jetzt. Aber diese letzte Mission mit 5-mal in die Top 15. Wenn es schnelle Runden werden, vielleicht haut es hin, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, das muss ich jetzt unbedingt haben. Das ist halt, das ist wieder so eine komplette Schwachsinnsmission einfach. Oh mein Gott. Dann macht halt lieber sowas wie einmal in die Top 5 oder so, aber 5-mal in die Top 15. Why? Na gut. Egal. Nicht weiter dramatisch, nicht weiter wichtig. Wow. Ja. Wir probieren es einfach mal aus. Ich kann schon mal sagen, nach diesem Video dürfte es auf dem Kanal weitergehen mit einem Light Kaizo-Hack von Sariel. Den werden wir die nächsten Tage aufnehmen. Und ich denke, das wird dann im Anschluss an dieses Video sozusagen das Folgevideo sein. Denn Hyrule Warriors war ja nur eine Demo, ne? Das ist jetzt erstmal wieder vorbei. Wenn es da mehr dazu gibt, dann kommt da der Rest. Ich wollte ja auch schon seit langer Zeit Ori anfangen. Ich habe es mir noch nicht mal gekauft. Ori muss ich mir auch noch mal kaufen. Mittlerweile gibt es das ja für die Switch zum Runterladen, was ganz gut ist. Das werde ich also auf jeden Fall nutzen. Die erste Hürde war, dass ich kein Guthaben hatte auf der Switch. Das habe ich nach wie vor nicht. Da muss ich noch was machen. Ich wollte meinen PayPal verbinden mit der Switch. Das scheint auch zu gehen, aber bei mir nicht. So, ich kriege irgendwie ständig eine Fehlermeldung. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommt. Aber ich kriege da ständig eine Fehlermeldung, wenn ich PayPal und Switch verbinden will. Vielleicht ist es auch nicht so klug, als gerade in Richtung Fortnite gab es da ja Ärger, dass Accounts, die Fortnite hatten und PayPal verknüpft hatten, dass dann über deren Accounts V-Bucks gekauft worden sind und keine Ahnung. Aber ja. Vielleicht werde ich mir einfach doch eher eine Guthabenkarte kaufen und das nicht über PayPal machen. Wäre vielleicht das Schlauere. Muss ich mir überlegen. Ja, dann war die andere Hürde, dass ich festgestellt habe, wenn ich Titel downloaden will, brauche ich Speicherplatz. Und der ist ziemlich groß für solche Spiele und die Switch hat nur einen sehr kleinen internen Speicher. Jetzt habe ich mir eine große Speicherkarte gekauft, die auch in der Switch schon installiert ist. Müsste ich euch eigentlich... Achso, ja, ich wollte gerade sagen, müsste ich euch eigentlich einfach mal zeigen können. Jetzt mittendrin rausgehen geht natürlich nicht, das ist ja ein Online-Spiel. Kann ich euch nachher kurz mal zeigen, wenn ich dran denke. Jedenfalls habe ich jetzt auch genug Speicher, um Sachen runterzuladen. Also das sollte jetzt auch funktionieren. Denn dann muss ich ja sowohl Hyrule Warriors als auch Dings runterladen. Aber das wird dann ja nicht das Problem sein. So. Okay, hier muss ich bei dem Sprung enorm aufpassen. Wenn ich da direkt von der Röhre aus einfach einen Sprung ansetze, ist er meistens zu knapp. Das ist ganz komisch von der Physik hier immer wieder. Und kein 6-1 dabei. Schade. Aber auch 4-2 geht recht fix. Wenn man hier komplett Mist baut und hier direkt hochgeht, dann ist die Geschichte auch schon geritzt. So. Okay, ja. Das war eigentlich schon alles Relevante, was es zu erzählen gibt. Eins. Wow.
It was worth a try. Ne? So, zack, zack, zack. Upp, aua, 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 aua. Hat jetzt ein bisschen wehgetan, aber alles nicht weiter dramatisch. So, schön hier Zeit sammeln. Jawohl. Und dann hier den Block auslösen. Sehr gut. Also ich muss wirklich sagen, jetzt wo man so ein festes Ziel hat mit dem Level freischalten, macht jede Runde, die man spielt, viel mehr Sinn. Es ist einfach viel mehr Spaß vor allem. Sinn auch, aber viel mehr Spaß. So ist im Prinzip das viel besser. Aber dass Nintendo das nicht von selbst einfach klar ist, dass man das vielleicht kommunizieren sollte. Naja. Es gibt viel, was man aktuell an Nintendo kritisieren kann, obwohl ich natürlich immer noch großer Nintendo-Fan bin, aber da hat Hübi und Gute Laune-Typ haben dazu auch ein recht interessantes Video gemacht. So Dinge, die sie an Nintendo aktuell hassen. Trotzdem natürlich auch am Anfang gesagt, sie mögen weiter Nintendo, so ist alles gut, aber man kann halt trotzdem kritisieren. Und es gibt enorm viel zu kritisieren. Das ist schon richtig. Gerade so Online-Politik und was sie so alles machen und dass alles so intransparent ist. Zum Beispiel kein Wort. Wir wissen einfach nicht warum, aber sie ignorieren Kaizo Mario Galaxy 2 vollständig. In keiner Compilation kommt Kaizo Mario hoch. Galaxy Kai. Habe ich Kaizo Mario? Bin ich denn komplett lost? Mario Galaxy 2 meine ich natürlich. In keiner Compilation kommt es vor. Wenn die so sagen, ja, hier ist zum Fest von 35 Jahren Mario eine Compilation der Spiele. Und es ist einfach, es würde es nicht existieren. Als würde Kaizo, mein Gott, als würde Mario Galaxy 2 einfach nicht existieren. Ich verstehe es nicht, warum? Was haben sie gegen dieses Spiel? 6-3! Oh, Hilfe! Okay, let's go. Das ist eine echt schwierige Welt. Ich muss mich jetzt sehr, sehr bemühen und ich hoffe, dass wir hier nicht zu viele Probleme bekommen. Und ich sehe jetzt schon, was da alles auf mich zukommt. Okay, okay. Wir haben aber alle Zeit der Welt. Wir können es ganz in Ruhe angehen. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Uah. Okay, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Da kommt nicht mehr viel. Da kommt nicht mehr viel. Den lasse ich erstmal runterlaufen. Okay, so. Wenn wir den Sprung geschafft haben... Nein. Wenn wir den Sprung geschafft haben... Ah! Nee, Hilfe! Oh Gott, ich hasse es. Nein, ich... Dann kommt das Ziel. Aber ich hab's im letzten Part gesagt. Das wird ein Level sein, wo ich einige Male scheitere, einfach weil... Ach. I tried really hard. Ah, Mann, ey. Okay. Also gut, 6-3. Ich hoffe, wir treffen uns wieder. Oh, es ist mal keiner am Anfang rausgefallen. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ah, das war, ach man, wir hätten es haben. Es ist wieder dieses Ding, wir hätten es haben können. Es war so knapp.
Wir waren so nah dran und jetzt muss ich halt noch mal eine komplette Runde spielen und hoffen, dass es mir irgendwann ins Gesicht springt. Ach, das ist so ärgerlich, ne? Das ist einfach so ärgerlich. Naja, was soll's. Ich frage mich, in welcher Reihenfolge. Gibt es... Ich hätte eine Idee, wie das zustande kommt, die Reihenfolge. Weil es ist ja sehr oft so, dass nach 1-1-2-1 kommt. 1-2 kommt. Also könnte es sein, dass es nach, auch hier wieder nach Wahl ist. So, das erste Level wird nach Anzahl entschieden, das zweite auch, das dritte auch, das vierte auch. Nee, kann ja nicht sein, dann käme es ja nicht doppelt vor. Vielleicht nach, na vielleicht doch, vielleicht nach Häufigkeit der Wahl, der wahrscheinlich... 7-2 haben wir noch nicht, let's go. Das hat irgendjemand anders reingewählt. Wir holen uns 7-2. Ah, nee, soll ich gleich? Ja, komm. Ja, kein Risiko hier eingehen. Ja, genau deswegen. Sehr schön. Okay, alle weg hier. Wir haben's. Das ist ja im Prinzip 2-2 nur mit mehr Gegnern. Was anderes ist das ja nicht. Nice! So, um Gottes Willen, und direkt danach 6-3. Was ist hier los? Und jetzt kriege ich die ganzen Blupe ins Gesicht, die ich gerade jemand anderem geschickt habe. Wobei, ich habe nicht auf Konter, wenn ich Glück habe. Habe ich es nicht so viel geschickt und dann kriege ich auch nicht so viel Geschenke zurück. Okay. Also gerade die Sprungphysik ist in der Welt halt enorm verheerend. Man hat es ja gerade gesehen, ne? Man hat es ja gerade sehr deutlich gesehen. Okay. Ich will nur auf dem Ding da oben landen. Ich will nur auf dem Scheißding da oben landen. Oh, es ist so... Okay, wir sind drauf. Oh, oh Gott. Oh Gott, okay, schaffe ich den Sprung? Ich muss den Sprung jetzt da hoch schaffen. Oh Mama. Yes. Okay, es ist noch gar nicht das Ziel. Wann kommt denn dieses Ziel? Ich dachte, das kommt danach. Das kam noch gar nicht danach. Ah, jetzt haben wir es. Oh, okay, ich bin versöhnt. Ich bin versöhnt. Es hat schon alles sein Dings gehabt. Und jetzt haben wir auch gesehen, es hat überhaupt nichts mit der Reihenfolge zu tun, weil ich wette, 6-3 wurde nicht so häufig gewählt, dass es jetzt einfach als vierte Stage kommt. Das kann nicht sein. Aber oh mein Gott, wir haben zwei neue Stages schon wieder in einer Runde. Das läuft jetzt schon einfach viel besser als alles vorher. Yo, kannst du... Yo, können wir hier mal... Okay, tschüss. Yo, er kommt einfach über die Lücke. Alles klar, Bausi, alles klar. Aua, kommt er hier auch hinterher? Ich weiß es nicht, es ist mir eigentlich auch egal. Weil wir jetzt eh hier durchrennen. Oh mein Gott. Ja, jetzt kann man eigentlich nur noch hoffen, dass es noch irgendjemanden gibt, der noch irgendeine andere coole Stage eingebaut hat und wir wieder mehr freischalten als die eine. Aber ich bin auf jeden Fall, ne? Ich habe jetzt alles getan, was ich konnte. Ich habe die Stage gespielt, die ich noch nicht hatte. 6-3 und 7-2. Jetzt können wir nur hoffen, dass es noch mehr Stages hier gibt im Pot. Ansonsten sammeln wir halt Münzen und versuchen zu gewinnen. Ist ja auch ein schönes Ziel. Ah, ich bin zufrieden. Sehr schön. Ah, das war jetzt echt gut. Also, wie das gelaufen ist, dass direkt nach dem 7-2 die 6-3 kam. Das lief sehr gut. Ich bin begeistert. So. 1-4, okay. Ah, 1-4 mit, Viechern. Okay. Ich muss hier lernen, die Shells nicht abzuschießen, sondern zu nutzen. Dann passt die Geschichte nämlich auch hier.
Wow, ich dachte, hier ist so ein Block. Aber da war kein Block. Ist ja egal. Tschö, Bausi. 3-3, okay. Alles nicht so spannend. Werden wir gerade von drei Leuten anvisiert? Yo! Guckt mal, was da kommt. Hier kommt... Ja, da ist mein Bowser schon. Okay, wir kriegen das aber hin. Krieg hier gleich meine Blume. Und dann hat sie das mit dem Bowser auch gleich erledigt. Zack. Das hat nicht hingehauen. Ich wollte das auch gar nicht drücken, so wie ich das gedrückt habe. Ich wollte nicht das Rad auslösen, aber ist okay. Ist nicht weiter schlimm. Wir haben die schwierige Phase hinter uns gebracht. Jo, okay, das... Jetzt vielleicht dann doch nochmal drücken. Ja, nice. 4-4, okay. Ah, das ist wieder die Stage mit dem Labyrinth, ne? Aua. Untenrum musste man. Jetzt bei dem jetzt untenrum, das war die Lösung. Und dann ist man auch schon bei Bowser. Das sollten wir hinkriegen. Das dürfte jetzt nicht das Problem sein. Jo. Ah, gut, dass wir ihn eingesetzt haben. Gut, dass wir ihn eingesetzt haben. Das wäre schief gegangen. So. Oh nee, was tue ich? Ja, komm, was soll's. Na gut, na gut. Meinetwegen. Von einem Stern zum nächsten. Ist okay. Dann haben wir auch wieder die Blume. So. Dann kommen wir hier auf jeden Fall durch. Oh, hi! Komm her! Sehr gut. Dann gehen wir mal auf Konter. Weil jetzt sind wir im Angriffsmodus. Jetzt sind wir nicht mehr im Level-Schaffen-Modus. Jetzt geht's. Okay, einer noch übrig. Einer noch. Oh, dem, wenn ich jetzt in der Situation, wo er drin ist. Der ist in 6-3. Der ist in 6-3. Der ist in meinem 6-3. Okay, jetzt hat er 6-3 geschafft. Jetzt wäre es eh egal, was ich da oben auswähle. Na, jetzt ist eh nur noch er übrig. Ob ich jetzt kontere oder nicht, ist egal. Komm, Blume, 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 Blume. Yes. No. Okay. Zack. Okay. Kommt ein Opa? Nein, es kommt kein Opa, dann schieße ich mal so lang. Ah, die dummen Feuerdinger halten mich auf. So bekomme ich halt keine Zeit dazu. Überhaupt hier bekomme ich so schnell nicht viel Zeit dazu. Jetzt kommt hier auch nichts. Jetzt kommt hier einfach nichts. Ja, das Nichts war falsch. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Ich wäre fast reingerannt. 1-3, okay, da setze ich lieber mal was ein am Anfang. Ja, okay. Nehmen wir mit, okay. No, was tun? Egal, wir haben ja Level freigeschaltet. Was will ich mir? Ach Mann, immer so ein ärgerlicher Tod dann. Ja, das ist wirklich ein ärgerlicher Tod. So, was müssen wir als nächstes üben? 6-4 müssen wir üben. Okay, und dadurch sind jetzt noch vier Level zu out. Also vier Level sind noch frei. Denn 7-2 haben wir ja gerade einfach gratis dazu bekommen. Als Beilage. So, dann üben wir mal 6-4. So, was ist 6-4? Ah, 6-4 ist 1-4 in schwieriger, glaube ich. Wenn ich mir das richtig angucke. Das sieht aus wie 1-4. Schwieriger. Ja, 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 das ist genau. Jetzt kommt die Stelle hier genau. Mit den Blöcken auch wahrscheinlich. Ja, hier sind auch die Blöcke. Sind es die gleichen Blöcke? Sind es auch nur Münzenblöcke oder ist hier irgendwo was Spannendes drin? Nein, hier sind es auch einfach nur diese Münzenblöcke. Also es ist nie was Spannendes. Nur, dass er jetzt mit Hammern wirft. Ah ja, I see. I see.
Okay, sollte machbar sein, wenn wir sie bekommen. Sollte machbar sein. Ja, probieren wir es aus, ne? Eine Runde spielen wir auf jeden Fall noch. Sollte machbar sein. Na, also es ist halt jetzt nicht so eine gefährliche... Also 6-3 war wirklich gefährlich als Stage. 6-3 ist keine Stage, die man bekommen möchte. Außer man will sie freischalten, ansonsten will man die Stage echt nicht bekommen. Ich habe das Gefühl, keine -3 Stage ist eine, die man haben will. Die sind alle Mist. Also nicht im Sinne schlecht vom Design her, sondern... Was war das für ein Glitzer? Sondern halt schlecht vom... Man stirbt schnell. Ja. Dachte, ich bring den Goomba rein. So. Zack, 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 zack. So, gebt mir alle Korn. Wow. Geben mir Coins, 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 Coins. Ah, Blume, 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 Blume. So. Und hab dafür. 1-3, naja. 1-3 ist noch die angenehmste von den Dreier-Stages, zugegebenermaßen. 1-3 ist noch die angenehmste. Aber halt auch keine schöne Stage. Boah, diese... Oh. Da war's wieder. Da war wieder meine Sprungphysik. Zurück, okay. Wir machen erstmal so ein bisschen Rundkurs. Zack, zack, zack. Ja, wir müssen aber erstmal Zeit sammeln. Gerade ist die Zeit echt nicht auf unserer Seite. Irgendwie habe ich es noch nicht geschafft, wirklich viel Zeit aufzubauen, scheinbar. Ich weiß echt nicht, woran das liegt gerade. Das wundert mich ein bisschen, aber gut. Oh, was mache ich denn hier? Jetzt aber. Lauf! Jetzt kriegen wir ein bisschen Zeit. Das hat mir am ersten Run gefehlt. Ich glaube, da hatte ich kaum Gegner, die ich den mit dem Stern mitnehmen konnte. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Da kriegen wir auch einiges an Zeit, wenn wir es nicht komplett versauen. Zum Beispiel so. Hui! Ja, jetzt kommt die gute Zeit zusammen. Jetzt kommt die gute Zeit. Ach Mensch. Gute Zeit zusammen. Sehr gut. Alter! Wow. Mein Sprungskill ist mir wieder meilenweit... Oh, wow! Meilenweit voraus einfach. So. Lass mal kurz Münzen holen. Muss ich nur aufpassen, dass ich den Sprung hier nicht wie immer versemmel. Gut. Da aus dem Start losspringen ist, wie gesagt, nicht die schönste Idee. Sehr gut. Sprungbrett Cooper hat funktioniert. Kein Level, was wir brauchen. Dann gehen wir 1-1. Ah, nee, das war dumm, weil es kommt auf jeden Fall 2-1 als Snack. Ich bin komplett dämlich. Ich hätte 2-1 wählen sollen. Das war komplett dumm. Ich hätte das einfach überspringen können. Stattdessen spiele ich es jetzt. Ach, komm, ey. Na gut, dann haben wir es kurz für Münzen und Zeitsammelaktion. Ist auch ganz schön. Und wichtig. Kann man ja nichts sagen. Na komm her. Los geht's.
Passt. Jetzt kommt 2-1, genau. Wie komme ich nur darauf, dass jetzt 2-1 kommt? Hm. Ein Zauberer, Harry. Wo war hier der Stern nochmal? Ach ja, hier. Aua. Das war nicht so smart. Wow. Wow, was? Oh, hier ist nochmal eine... Ich glaube, die kannte ich noch gar nicht. Gut zu wissen, dass die da ist. Ich kenne ja die jetzt hier kommt. Die kannte ich, aber da ist nochmal eher eine... Ja, wow. Na, die hier kenne ich. Die brauche ich jetzt auch. Ja, genau, die brauche ich jetzt. Aber da war nochmal eine. Also hier gibt es echt viele... Blumen. Der Stage. Das ist gut. Gut zu wissen. Wirklich gut zu wissen. So, wir haben noch 7 Spieler. Wir nähern uns schon wieder der schnellen Phase. Jetzt müsste ich langsam mal in meine Stage kommen. Sonst wird das nachher eine unschöne Geschichte, wenn es dann hektisch wird. Aber wir kriegen jetzt ja gleich wieder 3 Level zur Auswahl. Vielleicht ist ja mit Glück mein Level dabei. Mein 6-4. Alle, die Daumen drücken, dass wir 6-4 bekommen. Alle, die Daumen drücken, jetzt Daumen drücken. Jetzt Daumen drücken. Fester, noch fester. Ihr habt nicht fest genug Daumen gedrückt. Aber ihr habt es erreicht, dass wir 1-2 bekommen. Dann könnt ihr gleich nochmal die Daumen drücken. Ich sag dann wieder, ne, wenn ihr Daumen drücken sollt, sag ich wieder Bescheid und dann ganz feste Daumen drücken. Uppala. So. No. No! Mann, warum mache ich das immer falsch? Okay, gehen wir durch die Röhre? Ich überlege gerade. Nee, ich will möglichst schnell nach hinten. Ah, ja, ich will möglichst schnell. Oh, ich habe den Pilz verpasst. Ich will möglichst schnell nach hinten. Jo, aber so schnell dann auch nicht, dass ich in die Pflanze reinrenne vielleicht. Okay, nehmen wir die Blume mit. Das wäre schon schlau. Gerade wenn wir dann jetzt in Dings landen sollten, wäre die Blume schon praktisch. Oh mein Gott, was... spiele ich denn hier schon wieder zusammen? Yo. Okay, jetzt aber go. Und es ist 6-4 dabei. Ihr habt gut genug Daumen gedrückt. Vielen Dank dafür. Jetzt mit Blume muss ich doch 6-4 hinbekommen. Also, das darf jetzt eigentlich... Also, das darf jetzt nicht... Okay, okay, okay. Wir haben gleich nochmal eine Blume. So, ich warte hier auch, bis der eine mal rumfährt. Also, das darf jetzt nicht schief. Also, das darf jetzt einfach nicht schief gehen. So, das... Also ich kann mir kein Szenario vorstellen, wie ich das jetzt versauen kann. Okay, nice. Wir haben 6-4. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Was fehlt jetzt noch? 7-3, 8-2, 8-3. Und 7-4, genau. Ja, nice. Und die nächste ist dann 7-3. Ja, 7-3 müsste die nächste sein. Haben wir leider schon. Ist jetzt auch nicht gerade die angenehmste, die ich in so einer schnellen Phase spielen möchte. Muss ich hier warten. Aber kriegt meine Blume. Okay, ich kriege immerhin die Blume. Die Münzen nehmen wir mit. So, dann kann ich hier gleich mal alles wegfeuern, was uns... Ah, ja, diese Sprünge. Diese... Yo. Okay, der kam wegen 6-4.
Nice. So, zack. Dann gehen wir mal auf Angriff. Schon wieder 6-4. Ja, einmal hätte gereicht. Einmal hätte gereicht. Aber ist okay, spielen wir halt nochmal 6-4. Ey, ich wollte ihn treffen. So. Okay. Besser als nix, der Pilz. Besser als nix. Nicht ganz meine Wahl, aber... Yeah. Okay, gut. Die Stage haben wir. Sehr schön. 2-1. Okay, 2-1 ist super, um Dinge zu sammeln. Also Blume und so weiter, ne? Das ist jetzt sehr, sehr gut. Da können wir jetzt auf jeden Fall... Wow, das war ein Sprung, wie ich ihn nicht machen wollte, aber der sah super cool aus. Holy shit. Der sah super cool aus, der Sprung. Oh mein Gott. Aber war komplett ungeplant. Viel zu krank. Jetzt kommt der da. Ja, okay. Gut. Zack. Ab dafür. Okay. Wir kriegen am Ende wieder eine Levelwahl. Ich wüsste jetzt gar nicht. Ja, ich meine, wir können hoffen, dass irgendjemand noch ein Level eingesendet hat, was wir so noch nicht haben. Der Cooper da oben, auch cool. Aber ich glaube es irgendwie nicht, dass da jetzt noch was kommt, was wir nicht haben. Aber das war ein sehr erfolgreicher Part. Wir haben drei Level. Ups. Wir haben drei Level in dem Part freigeschaltet. Das müssen wir uns erstmal nachmachen. Okay, ich möchte nur nicht durch irgendeinen Blödsinn sterben. So. Ja, das haben wir alles schon, aber dann gehen wir 3-2. Dann gibt es recht bald den Stern am Anfang. Dachte ich. Ah, hier ist der Stern, genau. I remember. So. Und wir sind nur noch zu zweit. Und ich schicke ihm gerade Massenzeug. Und er ist in einer Stage, in der er nicht Massenzeug bekommen will. Jetzt kriege ich Zeug geschickt. Jetzt kriege ich Massenzeug. Ja, ja. Aber das ist okay. Es ist alles in Ordnung. Er hat aber scheinbar auch keine Probleme, dem auszuweichen. Na gut. So. 7-4! Er darf jetzt noch nicht sterben. No, das war falsch. Dann unten rum. Unten rum. Er darf noch nicht sterben. War es richtig? Es war richtig. Nein! Wir hätten 7-4 gehabt. Oh, ist das ärgerlich. Wir hätten 7-4 gehabt. Dann üben wir ganz kurz noch 7-4 fürs nächste Mal. Ah, ist das ärgerlich, Mann. Ah, wir können 7-4 nicht üben. Okay, dann üben wir 7-3. Aber 7-3 ist einfach nur eine schlimmere Version von 2-3. Na, seht ihr schon. Das ist halt die Brücke mit den Fischis. Also im Grunde nicht viel schlimmer, außer man springt halt dumm.
dann ist es natürlich nichts. Aber ist jetzt nichts, wo man sagen kann, das wäre jetzt eine schwierige Stage. Kriegen wir hin, wenn wir es bekommen sollten. Gut, das war ein erfolgreicher Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.